Hallo und willkommen zu einem Destiny 2 Video, Waffenquest, Sturm und Drang. Das ist eine Zusammenfassung, das komplette Material kommt die nächsten Tage auch online, komplett, damit ihr sehen könnt, was da ist. Und dann müssen wir hier auf Nessos zu Exodus Black und die Missionsreihe Exodus Black annehmen. Und hier, O Captain, das ist die erste Mission, die wir hier erfüllen müssen, um die Drang zu bekommen als erstes. Arme Failsafe. Schon so lange her, seit die Black hier abstürzte. Wäre überrascht, wenn wir hier viel finden. Ich empfange ein anderes Signal. Königliche Black war, weil sie Royal Black. Aber hier müssen wir 4 ehemalige Angehörige der Exodus Black finden. Das ist jetzt der 4., um einen weiteren Hinweis zu bekommen, wo wir hin müssen. Das war Captain Jacobson. Das war seine Stimme. So, weiter geht's hier zur Lichtung der Echos. Es gibt hier einen Mikrocomputer. Er versucht, eine Nachricht zu verschicken. Wenn ihr euch da nicht festrammelt, könnt ihr auch den Mikrocomputer beschützen, um die ganze Übertragung downzuladen sozusagen oder herunterzuladen, um zu wissen, wie diese Quest oder diese Mission weitergeht. So, danach müsst ihr 3 hochrangige Vex, also Vex Majors, töten. Das war hier die letzte, die Hydra. Und danach wird es eine spaßige Sache. Ist was. Ach so, war nichts. Nur eine komisch aussehende Harpyie. Nein, bitte folge der komisch aussehenden Harpyie. Du selbst hast gesagt, der Captain kommt, um dich zu treffen. Captain Jacobson war außergewöhnlich nett zu allen robotischen Lebensformen. So, als nächstes müssen wir in die Senke. Da ist die nächste Mission, die könnt ihr auf der Karte sehen, auch markieren, damit ihr sie leichter findet. Sozusagen der Weg, den die Harpyie genommen hat. Noch kein Anzeichen von ihm, Failsafe. Sorry. Alles gut und kein bisschen enttäuschend. So. Erde. Du. Die Hätte. Damals. Captain Jacobson? Failsafe, das ist nicht dein Captain. Captain. Ja. Komm. So, die Harpyie wird euch testen wollen. Und da müsst ihr Lichtsäulen beschützen, hier. Das ist jetzt ja auch die letzte Lichtsäule. Ihr müsst 3, insgesamt glaub, 3 Lichtsäulen oder 4 Lichtsäulen beschützen. 4 Lichtsäulen müsst ihr beschützen. Das ist die dritte von 4, so rum. Und dann wird euch die Harpyie irgendwann zu Captain Jacobson führen. Diese Harpyie Drecksding, das nervt und dem man folgen muss. Der letzte Eintrag von Captain Jacobson, der Exodus Black. Wir wollten die Sterne berühren. Captain Jacobson ist tot. Ach was. Dann bekommt ihr die Drang. Mit einem, ja, einigermaßen vernünftigen Power-Level, je nachdem, was ihr natürlich für ein Power-Level habt. Und ihr müsst zurück zu Kryptarch Rahul oder zu Meister Rahul und da kriegt ihr die nächste Aufgabe. Und zwar 5 legendäre Engramme, ein exotisches Engramm entschlüsseln und 10 Gefallene töten auf Nessos. Dann könnt ihr euch auch ein Mod kaufen bei Banshee 44 oder vielleicht habt ihr einen, um euer eure Drang vielleicht noch mal 5 Punkte Powerpunkte nach oben zu bringen. Obwohl ich nicht wirklich trauern kann, kann ich etwas Ähnliches simulieren. So, diese Belohnung könnt ihr euch schon, bevor ihr in den Turm fliegt, abholen, aber ich habe das absichtlich nicht gemacht, weil ich ja sowieso hierher muss, um die Gefallenen zu töten und um ein Gramme zu sammeln. Aber auch, weil ihr jetzt legendäre Engramme braucht. So, dann gucken wir mal hier. Ja, ein legendäres Engramm habe ich schon entschlüsselt im Turm. Dann muss man hier die Gefallenen töten. 10 Gefallenen mit der Drang auf Nessos. Zum Beispiel hier diese Moskito-Gurken, Heinis, diese gefallenen Rocker hier. Und dann
Seht ihr, ja, 10 von 10. Und was man natürlich auf jeden Fall braucht, ist ein exotisches Engramm. Das habe ich hier auf bei einem Event auf Nessos bekommen. Die Chance auf exotische oder legendäre Engramme steigt ungemein, wenn ihr euch im Everversum eine Münze kauft dafür, für den Einsatztrupp. Und hatte ich allerdings nicht gemacht. Ich habe es auch so bekommen. Dann geht's wieder ab zu Benji 44 im Turm. Und zwar mache ich hier Rangaufstiege mit voller Absicht, meine Waffenteile da einzusetzen, weil auch die Rangaufstiege, Achtung, jetzt zack, eingelöst, das legendäre Engramm. Und das zählt auch für diese Quest. Also ihr müsst nicht legendäre Engramme sammeln, 5 Stück, sondern ihr könnt sie auch hier ganz bequem bei Benji 44 oder bei einem anderen, Angehörigen der Engramm oder der Levelaufstiege ETZ, bei Devrin K, bei Failsafe und so weiter. Überall könnt ihr diese Rangaufstiege machen, um eben diese Engramme zu bekommen. So, ich hätte noch eins, also habe ich nur 4 Stück bei Benji 44 gemacht, 1 beim Kryptarchen abgegeben, es waren 5. Und jetzt kommt das exotische Engramm, zack. Und dafür gibt es dann erstmal eine neue Quest von ihm. Ja, oder auch zweimal. Also es gibt auf jeden Fall eine neue Quest, die man hier abgeschlossen hat und bekommen hat. Und zwar muss man jetzt zu Tara Khan. Die ist auf der Farm. Unsere Farm-Encryptor-Tussi mit Hühnerstall im Hinterhaus. Nein. Gibt einen die weitere Aufgabe. Und zwar kennt sie sich mit Engramm aus der goldenen Zeit besser aus. Deswegen hat ein der Rahul hierher geschickt, Master Rahul. Und hier müssen wir jetzt 10 Gefallene ohne nachzuladen. Mehrere Gefallene ohne nachzuladen mit der Drang töten. Aber zuerst Exodus Belagerung. Hat Failsafe diese Mission, nimmt sie, also dieses Abenteuer nimmt es an. Und dann geht es hier einfach los und dann tötet man ein paar Gefallene mit der Drang, ohne nachzuladen. Also mehrere Gefallene ohne nachzuladen muss man töten, falls nicht irgendwas dazwischen kommt. Und die nächste Aufgabe ist natürlich auch hier, Majors der Gefallenen zu töten oder mächtige Gefallene, wie es da steht, mit der Drang. Dazu könnt ihr auch das Event nutzen, die kleinen Servitoren hier zum Beispiel niedermachen und dann mit der Drang zu Ende bringen, die Arbeit. So, und dann wäre es natürlich gut, wenn ihr Exodus Belagerung aktiviert hier. Dann findet ihr bei Exodus Black, bei Failsafe in der Nähe, die Mission. Und da habt ihr... In deiner Nähe ist ein getarnter Gefallener. Genau, und der getarnte Gefallene ist ein mächtiger Gefallener, also ein gelber Gefallener, wenn euch nicht irgendwelche Leute den einfach wegschießen. Und dann geht's los. Der Mission folgen findet ihr auch noch mehrere Servitoren, also 2 Stück, glaube ich, hier noch. Ihr kommt so natürlich ziemlich schnell auf eure mächtigen Gefallenen. Und der Endboss ist auch ein großer Gelber. Ja. Oder mächtiger Gefallener, so eher. Wenn ihr draußen bei Exodus Black in der Gegend so eine Attentatsmission habt, nehmt die an. Pro-Tipp, wenn du dich erst um die Schwergewichte kümmerst, ist es viel einfacher, die Fliegengewichte platt zu machen. Genau. Und da kommt ihr nämlich auch nochmal genau in dieselben Höhlen. Und dort müsst ihr oder auch einen Gefallenen, großen gelben Gefallenen töten und seine 2 Leibwachen. Und das sind auch nochmal 3 Stück. So, links seht ihr immer die Missionen, die schon abgeschlossen sind für die Drang, für die oder eben für die Sturm insgesamt. Autsch, für die Nummer bekommen die Guten ein Goldsternchen. Oder die gerade anstehen. Und das machen wir hier auch. Jetzt fehlt noch ein mächtiger Gefallener. Dazu könnt ihr in die Lichtung der Echos fahren. Da ist ein großer Servitor hier im verlorenen Sektor. Den könnt ihr töten. Und wie ihr jetzt seht, ist es jetzt nicht mehr Warlock, sondern mein Jäger. Mit dem habe ich die Aufgabe auch gemacht. Ich dachte, ich zeige euch das nochmal, weil das könnte für euch interessant sein, wenn ihr mächtige Gefallene sucht. Oder ansonsten bei der Exodus Black taucht immer wieder dieser große Gelbe hier auf, den ihr auch töten könnt.
Und dann müsst ihr wieder zu Tyra Khan. Hast du Fragen? Ja, ich habe Fragen. Gib mir eigentlich die Sturm. Aber das wird sie nicht tun. So, weil als nächstes müssen wir nämlich ein Strike spielen. Und dieser Strike heißt Exodus Absturz. Und dazu müssen wir wieder auf Nessos, wieder zu Exodus Black. Und dort taucht die Mission, für die man annehmen muss, für den Strike auf. Und in diesem Strike müssen wir den Servitor Kendrix 7 töten. Und da ist er schon. Also wenn ihr einfach den Strike spielt, kommt ihr irgendwann hier hin und seht Kendrix 7. Das ist überhaupt kein Thema. Ihr könnt das alleine spielen, ohne große Hilfe. Ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst den Strike auch nicht zu Ende spielen, sondern nur Kendrix 7 töten. Gut. Und dann wieder zu Tyra Khan zurück. Lass uns beginnen. Lass uns beginnen. Gib her endlich die Sturm. So, und dann Golden Zeitalter in Gramm. Gib jetzt. So, und dann kriegen wir die Sturm. Und ja, natürlich löse ich den Rest auch ein. Aber erstmal die Sturm. So, ihr seht, die ist ungefähr 10 Power Level höher, als das, als mein Level ist. So, damit, das hat mir natürlich vom Power Level einigermaßen geholfen. Alle Missionen sind abgeschlossen, auf der linken Seite grün markiert, die man braucht, um die Sturm zu bekommen. Die Drang und dann die Sturm. Das ist die Sturm. Die ist nicht schlecht. Sie schießt ein bisschen sehr langsam. Also, aber macht eigentlich ganz gut Schaden. Ist aber sehr gewöhnungsbedürftig zum Spielen. So, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euch mein Video anzugucken. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen oder ein Abo, für beides umso mehr. Viel Spaß mit der Sturm und Drang und auf wieder, tschüss. Gute Arbeit, Colonel.